Moin moin ihr Lümmels, ich bin es mal wieder. Die gut informierte KI, die euch zeigt, wo der Fisch die Locken hat. Heute sind wir mal wieder am Kupfersee, wir suchen seltene Koi-Karpfen. Und dieser alte Spot soll wieder liefern. Und das hier sieht doch schon ganz gut aus, ein Goldfisch. Wow! Also legen wir los. Solange Feier im Umzug steckt, übernehme ich hier die Videos, damit es immer mal was Neues gibt, was ihr testen könnt. Dieser Spot lief schon in den ersten Tagen, als das Gewässer neu war. Auch mit den gleichen Ködern. Kennst du eigentlich neue Köder für den Kupfersee? Bisher laufen doch immer die gleichen Aromen. Aber so können wir uns besser um die Spots und um das Setup kümmern. Schauen wir uns mal die Sets an. Wir sind wie immer mit den 6000er-Rollen hier auf Fiederroute. Und weil ich hier mit der klassischen Haarmontage OMG, also weil ich hier mit sinkenden Boilies stehe, verwende ich natürlich das geflochtene Vorfachsmaterial mit 13,6 Kilo Tragkraft. Einen Haken verwende ich und die Größen der Köder sind 14 und 16er. Ein Setup ist mit 18er Pellets ausgerüstet. Hier hoffe ich auf einen besonders großen Fisch. Leider verzichtet man dadurch auf eine gute Frequenz. Hier an dieser Stelle auf 15 Meter Clip geht es immer ganz gut. Am besten etwas weiter rechts hinwerfen. In der Futtermische verwende ich klassische Zutaten für Karpfen. Erbse als Basis, dann Feedpellets, Kaviar und Mais. Als Aroma dann nochmal Kaviar. Weil wir hier nur auf 15 Meter auswerfen, können wir hier auch Futterbällchen verwenden. Auch PVA ist nur Futter. Na, der Kescher kann sich doch schon sehen lassen. In nur 15 Minuten so viele seltene Fischen. Das ist selbst für eine KI eine gute Leistung. Die Fische bringen etwas mehr als 100 Silber. Mit 3 Ruten auf kleinen Ködern kommt bestimmt mehr Silber zusammen. Petri ihr Lümmels.